Herzlichen Dank für die Einführung. Ich darf Sie auch ganz herzlich also begrüßen. Ich freue mich also mit Ihnen zur Thematik Hochleistungsrechner bzw. Supercomputer dreiviertel Stunde zu verbringen in eine Welt, die aus meiner Sicht ausgesprochen spannend ist, die viele Chancen mit sich bringt, die aber manche Herausforderungen letztendlich also auch beinhaltet. Und mein Wunsch heute Abend ist ein Stück weit wie eine kleine Reise mit Ihnen letztendlich im Hinblick auf diese Thematik, also dann eigentlich zu gehen. Eine Reise, wo wir über Technologien sprechen werden. Eine Reise, wo wir über Medizin, über Anwendungsbereiche, über neue Möglichkeiten, die da entstehen, aber auch eine Reise, wo wir über Fragen letztendlich, also dann auch die, auch im Blick auf unsere Gesellschaft, eine große Rolle spielen, nämlich was kann tatsächlich also auch für die Gesellschaft diese Technologie tatsächlich bringen? Gibt es also nur Vorteile? Gibt es gewisse Aspekte, die wir also dann eigentlich hier berücksichtigen müssen, sollten? Und wie gesagt, also mein Wunsch ist einfach auf Basis dieser Reise, dass Sie gewisse Aspekte mitnehmen. Ich möchte auch anbieten, dass wenn Sie Fragen haben, auch während dieser Präsentation, dass Sie mich also dann auch ruhig also dann nachfragen können, ruhig unterbrechen. Wir sind keine so große Anzahl hier an Teilnehmern, sodass wir also wirklich hier interaktiv vorgehen können. Zu meiner Person, wie gesagt, ich bin Direktor des Universitätsrechenzentrums. In dieser Aufgabe habe ich die Verantwortung für die Grundinfrastruktur der Universität Heidelberg. Ich bin auch ein Stück weit für die Dienste zuständig, das heißt also für Themen wie E-Mail, www-Seiten, all diese Dienste, die Sie sicherlich alle kennen, aber durchaus auch mit den Themen, die mit der Forschung auch zu tun haben, wo Großgeräte, Großinvestitionen tatsächlich also dann notwendig sind. Und da sind wir sehr, sehr schnell an Themen wie Hochleistungsrechner tatsächlich. Also die Themen, die mit dem Hochleistungsrechnen tatsächlich zu tun haben. Zunächst möchte ich also fast ein banales Bild zeigen und versuchen, diese Hochleistungsrechner ein bisschen greifbarer zu machen. Ein moderner Hochleistungsrechner ist eigentlich im Hinblick also auf, sagen wir, die Auslegung, die Hardware, etwas fast langweilig. Was Sie sehen hier, sind sogenannte Racks. Und in diesen Racks sind in der Tat also Rechner, sehr leistungsfähige Rechner. Und das Besondere an so einem Hochleistungsrechner ist, dass die Rechner, die innerhalb dieser Racks sind, alle vernetzt sind. Das heißt, wir haben hier eine Konstruktion, wo wir sehr, sehr viele Rechner haben, die alle zusammen letztendlich also dann vernetzt sind. Und daraus, und wir werden einfach sehen, wie wir das also beziffern, daraus entsteht eine geballte Rechenleistung. Und auf Basis dieser Rechenleistung wollen wir, und das ist also dann Ziel dieser Art der Infrastruktur, wollen wir Probleme, Herausforderungen letztendlich also der Gesellschaft, der Wissenschaft letztendlich also dann tatsächlich lösen. Ich würde gern versuchen, erstmal den Hochleistungsrechner erstmal zu definieren. Was ist das genau? Also hier, Sie sehen, wie gesagt, die Hardware. Ich möchte das also dann versuchen, letztendlich auf Basis der Geschichte rund um das Hochleistungsrechnen, das noch ein bisschen schärfer zu formulieren. Und dafür gehe ich also dann über 50 Jahre in die Vergangenheit. Und was Sie hier sehen, ist diese ENIAC. Und ENIAC war der erste, als erste Rechner, letztendlich bekannt, wurde also in den USA damals letztendlich also gebaut. Und wenn Sie genau anschauen, damals hat man auch langweilige Racks gehabt, langweilige Schränke gehabt. Damals hat man auch viel Personal benötigt, um die gesamte Verkabelung letztendlich also dann zu haben. Und in 1946 war dieser Rechner
ein Hochleistungsrechner. Und wenn wir aber genau überlegen, welche Leistung dieser Rechner hatte, die Leistung dieses Rechners war eigentlich deutlich weniger, als was Sie jetzt in einen Taschenrechner für 40 Euro, 50 Euro in irgendwelche Supermarkt letztendlich kaufen können. Immerhin soll das als ein programmierbarer Taschenrechner sein. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist dieses Konzept des Hochleistungsrechners ist natürlich extrem flüssig in gewisser Weise, ändert sich letztendlich regelmäßig. Was heute Hochleistungsrechner ist, ist morgen in der Fachjargon ein Commodity-Rechner und ist übermorgen hoffnungslos veraltet. Wenn wir über Investitionen sprechen im Bereich des Hochleistungsrechnens, das sind also Investitionen, wo wir deutlich über Millionen Euro letztendlich also dann eigentlich Ausgaben tätigen müssen. Wenn wir an solche Investitionen denken, dann sprechen wir über Zeitfenster von circa also 5 Jahre. Nach 5 Jahren ist so eine Installation in der Tat veraltet und wird, wie gesagt, in absehbarer Zeit mit neuen Technologien tatsächlich ersetzt. Wie erklärt sich das? Warum haben wir diese Wandels? Für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Zusammenhang mit dieser Präsentation ist das Verständnis für das exponentielle Wachstum. Und hier, dieser Plot, was Sie hier sehen, bezieht sich erstmal nicht auf Hochleistungsrechner, sondern auf Daten, die heutzutage gespeichert also werden. Diese Plot ist von der Bitkom 2012 mit der Quelle Big Data im Praxisansatz. Und was Sie sehen, sind die Datenmengen, die wir in der Gesellschaft hier generieren. Hier zunächst das Buch, na, als Medium, womit ich natürlich Informationen und Daten speichere. Und einfach peu à peu Telefonie, Fernseher, Elektronik, Internet. Und was sehen wir? Die Menge an Daten, die generiert wird, wächst exponentiell. Exponentiell. Das heißt, an der Stelle, und das ist für uns als Mensch also extrem schwierig, wir sprechen nicht vom linearen Wachstum. Wir haben ein Verständnis innerlich, also dann mit dem Verhältnis, wo ein Wachstum linear entsteht. Für Daten haben wir ein exponentielles Wachstum. Und jetzt kommt ein Pendant im Hinblick auf die Rechenleistung, im Hinblick auf die Hochleistungsrechner. Nämlich, was haben wir? Wir haben das sogenannte Moore'sche Gesetz. Was ist damit gemeint? Gordon Moore, den Sie also hier sehen, ist Informatiker, war Informatiker bei der Firma IBM. Und er hat bereits in den 70er Jahren beobachtet, dass die Rechenleistung von den Prozessoren, die immer neu, aufs Neue letztendlich auf den Markt kommen, dass diese Rechenleistung in etwa alle 18 Monate sich verdoppelt. Das heißt, das Verhältnis zu sagen, wenn ich heute einen Rechner habe mit einer gewissen Rechenleistung, nach 18 Monaten kann ich allgemein übrigens mit derselben Investition das Doppelte an Leistung letztendlich bekommen. Und ein Ende ist nicht absehbar. So, und wir werden das also gleich besprechen. Aber das ist also eine ganz spannende Frage, die Sie an Vater stellen, weil seit den 60er Jahren hat man immer gedacht, oh, das schaffen wir noch 10 Jahre und danach nicht mehr. Und wir sind jetzt in 2017 und die Reise scheint weiter zu gehen. Geht auf jeden Fall weiter. Und das heißt, von Beobachtung von Moore sind wir sogar jetzt in der Begrifflichkeit auf eine Gesetzgebung gekommen, weil in der Tat diese Entwicklung bis dato nicht widersprochen worden ist. Und wenn man genau überlegt, zunächst scheint also eine Doppelung der Rechenleistung alle 18 Monate,
na, mein Gott, ist etwas also vielleicht nicht beeindruckend. Versuchen Sie mit einem Taschenrechner das nochmal das Verhältnis anzugucken, was das ganz konkret bedeutet. Verdoppelung alle 18 Monate, dann werden Sie astronomische Zahlen tatsächlich also bekommen. Weil diese Verdoppelung ist in der Tat vom Charakter ist kein lineares Wachstum, sondern ein exponentielles Wachstum. Und was Sie hier auf diesem Plot sehen, scheint zunächst linear. Hier achten Sie darauf, dass hier entlang dieser Y-Achse ich eine sogenannte logarithmische Skala verwendet habe. Und der Grund liegt daran, dass wenn ich das linear darstellen würde, da diese Kurve so schnell wächst, dann bräuchte ich also bis an der Decke letztendlich also Platz, um überhaupt das Verhältnis hier zu bilden. Das heißt also, was Sie hier sehen, Sie sehen also 10.000, 100.000, 1 Million und so weiter, das ist eine logarithmische Skala und somit sind Sie in der Lage hier zu sehen, wie sich über die Jahre hinweg, das ist diese X-Achse, wie sich unterschiedlich also die Technologie entwickelt hat. Ich fange mal mit dem Z80. Für diejenigen, die ganz am Anfang, vorher war die Rede von einem Commodore, das war in etwa die Zeit von dieser Commodore 64. Am Tick davor war diese Z80. Also wir waren also dann auf dieser Ebene und Sie sehen, danach kamen also die 80er von Intel und dann ging es weiter mit Pentium, Atom, Spark. Und wenn Sie heute einen Rechner kaufen, dann werden Sie also immer darauf achten, dass Sie also einen Prozessor haben mit 8 Kerne zum Beispiel. Und wenn Sie sich das genau anschauen, und ich behaupte, nach dieser Präsentation werden Sie womöglich die Werbung, die Sie mit Blick auf Rechner anschauen, ein bisschen anders oder genauer lesen, dann werden Sie feststellen, dass die Rechner, die Sie auf dem Markt kaufen, bereits eine ungeheure Rechenleistung tatsächlich also aufweisen. Und hier, was diese Rechner von einem Hochleistungsrechner unterscheidet, ist die Tatsache, dass wir in der Vorstellung so einen Rechner, den Sie also in irgendwelche, sagen wir, Geschäft kaufen können, und Sie multiplizieren das Ganze mit 1.000, 10.000, 100.000. Und daraus machen Sie einen Rechner. Und daraus verkoppeln Sie letztendlich also dann diese Rechenleistung, bringen Sie diese Rechenleistung zusammen, um mit dieser geballten Compute Power ein Problem zu lösen. Und dafür, also Probleme, die sehr herausfordernd sind. Okay? Also ganz wichtig, exponentielles Wachstum. Und das ist nochmal für den Mensch, für uns sogar als Expert, ist das etwas, wo man immer, sagen wir, nachdenken muss, um sich also dann eigentlich der Tragweite letztendlich also dann bewusst zu werden. Damit wir überhaupt einen Hochleistungsrechner charakterisieren können, müssen wir über Rechenleistung, letztendlich Rechenkraft sprechen. Und dafür gibt es einen ganz wichtigen Begriff. In Deutsch, ich weiß, hört sich das ganz komisch, das ist diese Flop. Es soll kein Flop werden, aber das ist also der Begriff, der eigentlich beschreibt, wie leistungsfähig ein Rechner ist. Und wofür steht das Flop? Für Floating Point Operations per Second, Gleitkomma-Operation pro Sekunde. Das heißt, diese Größe ist ausschlaggebend und beschreibt im Wesentlichen, wie viele Operationen ein Rechner, ein Hochleistungsrechner pro Sekunde ausführen kann. So, jetzt schauen wir uns die Zahlen. Und hier bitte ich Sie darum, ganz fest zu sitzen, weil die Zahlen, die da kommen, sind gewaltig und nicht zu sagen astronomisch. Wenn wir einen Rechner, den Sie selber kaufen, einen PC zum Beispiel kaufen, dann sind wir im Bereich von Gigaflop. Gigaflop, was ist damit gemeint? 100 Milliarden Operationen pro Sekunde. Das heißt, der Rechner, den Sie haben, ist in der Lage, in der Größenordnung zu agieren. Das ist nochmal die Anzahl an Operationen, die in einer Sekunde letztendlich also ausgeführt also dann wird. Und das ist für mich ein kleiner Rechner.
Wenn wir über Hochleistungsrechner sprechen, dann wird es richtig astronomisch. Und in der Tat entzieht sich in gewisser Weise der Vorstellungskraft. Also ich werde versuchen, das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, was hier also dann passiert. Und erstmal müssen wir uns über die Begriffe ein Tick unterhalten. Nämlich, was Mega, Giga, Tera, Peta überhaupt bedeuten. Also, Megaflop 10 hoch 6, das heißt 1 und 6 Nullen. Giga 10 hoch 9, 1 und 9 Nullen. Tera, genau das gleiche mit 12 Nullen. Peta mit 15 Nullen. Okay? So, wenn ich den Hochleistungsrechner der Universität Heidelberg als Beispiel nehme, dann sprechen wir über einen Rechner, der 291 Teraflop also hat. Also Tera, das heißt also 1 und 12 Null mal 200. Wir sind übrigens in der sogenannten Top 500 Ranking, das heißt, wir gehören zu dem eigentlich kleinen Kreis an Einrichtungen, die eine Rechenleistung, also Besitz, zu den 500 ersten Rechner der Welt. Und im Wesentlichen werden pro Sekunde 291 Billionen Operationen geführt. Pro Sekunde. Das ist, was so ein Hochleistungsrechner letztendlich kann. Und ich behaupte, Sie werden Probleme haben, sich da etwas darunter zu vorstellen. Und ich gehe noch sehr weit, die Experten auch. Das heißt, um das ein bisschen greifbarer zu machen, möchte ich eine kleine Quizfrage hier stellen und möchte folgendes Szenario letztendlich also ansprechen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie kämen auf die Idee, bitte nicht nachmachen, Sie kämen auf die Idee, einen Drucker an den Hochleistungsrechner anzuschließen. Und Sie würden alle Operationen, die in einer Sekunde ausgeführt werden, einfach drucken. Ich habe, damit die Sache fair bleibt, angenommen, dass die Fonts, die wir verwenden, sehr klein sind. Das heißt, alles ganz, ganz klein geschrieben, damit wir unsere Wälder an der Stelle schonen und im Wesentlichen wenig Papier verwenden. Und jetzt mal eine Frage an Sie. Wie hoch ist dieser Stapel hier, wenn Sie das tun? Ein Zentimeter? Ein Meter? Ein Kilometer? Distanz Erde-Mond. Also, wer ist für A? Wie soll man sich etwas vorstellen, was man sich nie vorstellen kann? Man muss also... Das ist der Versuch, das greifbar zu machen. Und ich behaupte, durch Bilder sind wir in der Lage, uns natürlich etwas darunter vorzustellen. Also so ein einfach vom Gefühl. Ich erwarte natürlich einfach ein Gefühl. Also niemand für A? B? B auch nicht? Erde-Mond. Also ich gehe mal erstmal an C. Auch nicht? Alle sind bei C? AC, 1, 2, 3, 4, 5? 5, okay. Und D? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also die Mehrheit ist in der Tat für D. Und die Antwort lautet? D. Das ist, was wir bekämen. Das ist, was wir bekämen. Wenn Sie diese Operation drücken würden, das ist ein Stapel, den Sie bekämen. Deswegen bitte nicht nachahmen. Das zeigt im Wesentlichen die Herausforderungen, die da vorliegen, weil welche Fragen werden da aufgeworfen? Haben Sie eine Idee? Wenn Sie eigentlich so eine Situation haben, Sie haben eine Maschine, die in der Lage ist, eine unglaubliche Anzahl an Operationen eigentlich auszuführen. Wie gesagt, wenn Sie das drucken, dann bekommen Sie so einen Stapel. Haben Sie eine Idee, welche Fragen damit aufgeworfen werden?
Hat jemand eine Idee? Ja, bitte. Bitte? Ja? Wettersimulation, Vorhersage oder Datenauswertung. Ja. Machine Learning Algorithmen oder CERN-Daten kann auch viel mehr an, als man bearbeiten kann. Also wir werden das gleich ansprechen, dass wir dadurch natürlich an sehr große Probleme lösen können. Aber meine Frage möchte ich präzisieren. Wenn Sie so einen Stapel vor sich haben, welche Gefahren könnten da entstehen? Müll, haben Sie gesagt. Was bedeutet das in einer anderen Sprache? Fehler? Ja, bitte. Ich hatte irgendwann mal gelesen, jede 20.000 Zeile im Schnitt hat einen Fehler, der dann in dem Fall offensichtlich ist. Ja. Ja. So ist es. Also da sind genau die Fragen, die sofort aufgeworfen werden, nämlich in dem Stapel hier, wenn auf Seite 1.201.000 irgendwo ein Fehler sich angeschlichen hat, was machen Sie damit? Wie können Sie das überhaupt detektieren? Wie gehen wir damit um? Ist einfach die Möglichkeit gegeben, belastbar Erkenntnisse auf Basis von so einer Maschine zu bekommen? Und genau das möchte ich also einfach ansprechen, aber bevor ich das tue, möchte ich eine kleine Reise in die Welt im Hinblick auf die Hochleistungsrechner dieser Welt letztendlich also dann, dass Sie einfach ein Gefühl haben, wo diese Rechner tatsächlich stehen und was die überhaupt können. Die zwei leistungsfähigsten Rechner dieser Welt sind seit 2 Jahren in China. Sie haben Rechner, wie gesagt, in Wuxi und Gansu und nur einfach 2 kleine Zahlen, die einfach ein Gefühl geben, was passiert. 10.649.600 Kerne. Das heißt, wenn Sie einen Rechner kaufen, normalerweise werden Sie wahrscheinlich 8 Kerne in dem Laptop, den Sie also dann kaufen, meinetwegen 16 Kerne für diejenigen vielleicht der jüngeren Generation, die Video Gaming also verwenden. Hier, wir sprechen von 10 Millionen Kerne, die zur Verfügung stehen. Wir sprechen von einer Energiezufuhr von 15.000 Kilowatt. Das heißt, diese Maschine erfordert eine Infrastruktur, die so gewaltig groß ist, dass sie damit eine Stadt mit Strom komplett versorgen könnten. Das ist, was also eigentlich diese Maschine benötigt. Wie gesagt, hier die Größenordnung, die Sie einfach hier sehen, zwischen 10 Millionen, 3 Millionen Kerne, auch hier 17.000 Kilowatt. Dritte Position und vierte Position sind je ein Cray-Rechner und ein Rechner der Firma IBM, und das in den USA. Und dann fünfte Position ist Japan, auch hat eine sehr, sehr lange Tradition im Bereich des Hochleistungsrechnens. Deutschland, der erste Rechner Deutschland, ist derzeit auf Platz 8 und wird also dann eigentlich von Stuttgart, also hier getragen. Das heißt also, Deutschland hat auch im Hinblick auf diese Infrastruktur auch in der Tat eine sehr lange Tradition, und das in der Zusammenarbeit, und das werden wir gleich besprechen, mit der Mathematik. Was können wir damit machen? Was ist also dann die Zielsetzung? Die Zielsetzung, und das haben Sie schon angesprochen, ist in der Tat Probleme, die wir also dann eigentlich also haben. Wettervorhersage, hier Vorhersage im Hinblick auf Wirbelstürme. Diese Vorhersage so präzise wie möglich zu berechnen. Nehmen wir das Wetter als Beispiel, Wettervorhersage. Das Wetter ist extrem komplex. Ich muss also dann ganz große Gleichungssysteme damit also lösen. Es gibt sehr große Abhängigkeiten im Hinblick also auf die Verhältnisse, die wir hier in Heidelberg haben, mit Hamburg und so weiter. Ich muss das auflösen. Und so ein Rechner ist in der Tat in der Lage, solche Zusammenhänge, solche Berechnungen tatsächlich durchzuführen. Und hier basiert das auf Basis von Gleichungen, die wir also aufstellen, das heißt, dahinter verbirgt sich Mathematik. Wir müssen erstmal die Vorgänge, die wir gern abbilden wollen, mathematisch erfassen.
Und wenn wir das getan haben, dann wird es in der Tat gelöst. Was ist die Herausforderung? Mir ist es wichtig, das hier zu betonen. Schauen Sie, wenn Sie einen Wirbelsturm haben, an der Stelle hier, das war also dieser Wirbelsturm Isabel, also in den USA. Wir haben Skalen von ca. 10.000 Kilometern, die ganze Welt. Wir müssen aber Skalen, die im tausende Kilometerbereich sind, 100 Kilometer hin zu Kilometerbereich. Diese Skalen haben Abhängigkeiten, die aufgelöst werden müssen. Und das erfordert eine unglaubliche Rechenleistung. Und in der Tat, derjenige, der die Rechenleistung zur Verfügung hat, ist in der Lage, solche Probleme immer präziser letztendlich zu berechnen und auf dieser Basis Vorhersage letztendlich also dann genauer umzusetzen bzw. zu berechnen. Und dann stellt sich die Frage, warum ist die Wettervorhersage immer so schlecht? Wenn diese Technologie so in der Form so toll wäre, dann wüssten wir, was morgen passiert. Hat jemand eine Idee? Warum ist die Wettervorhersage eigentlich nicht so zuverlässig, obwohl wir solche tolle Rechner haben? Ja, bitte? Chaotisches System, zu wenig Messwerte, zu wenig Messsonden. Ja. Und die Modelle sind vielleicht auch irgendwie nicht gut genug. Genau. Und das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft. Ganz herzlichen Dank. Ganz wichtige Botschaft, diese Präsentation. Der Rechner allein wird es nicht tun. Wir müssen Intelligenz in diesem Rechner letztendlich ein Stück weit anbringen. Und die Intelligenz, die geht über die Gleichungen. Die geht über das Verständnis der Vorgänge, die da stattfinden. Die Maschine zunächst tut, was man ihr sagt zu tun. Wenn die Gleichungen, die ich habe, falsch sind, da kann ich so viel rechnen, wie ich will. Das Ergebnis wird falsch bleiben. Und das ist also, wo die ganze Thematik aus meiner Sicht extrem spannend ist, weil es sich nicht nur um die Thematik der Maschine handelt, sondern durchaus, ich sage mal, Interaktion Mensch und Maschine. Und welche Information wird also der Maschine zur Verfügung gestellt, um in der Tat solche Berechnungen akkurat durchzuführen? Eine Frage hinten? Ja. Geschwindigkeit, Sonnenwind, was auch immer. Ja. Aber wie viel Fehler macht denn eigentlich, auch wenn die Gleichung relativ genau ist, wie viel Fehler macht denn der Computer bei seinen Billionen von Rechenoperationen, dadurch, dass er Zahlendreher produziert oder dass er temperaturbedingte Abweichungen Schwankungen. Hat? Mhm. Das werde ich gleich also ansprechen. Dass wenn Sie einverstanden sind, ich würde die Frage letztendlich leicht verschieben, weil genau diese Themen werden wir also gleich besprechen. Ich wollte hier ganz kurz auf einen Sachverhalt hinweisen, den ich also ausgesprochen spannend empfinde. Sie haben sicherlich in den Medien gelesen, dass es immer wieder, das ist im Juli, August, dass es dann diese in USA diese Wirbelstürme gibt, die teilweise zusammenkommen, das heißt, sind kleine Wirbelstürme, und die einfach zusammenkommen und die daraus extrem gefährlich werden, und andere Situationen, wo Wirbelstürme eigentlich also dann nicht mehr, also dann sozusagen unabhängig voneinander kommen. Und da haben Sie zwei solche Szenarien. Hier haben Sie zwei Wirbelstürme und Sie sehen, das ist auf Hochleistungsrechner gerechnet, wie aus zwei Wirbelstürmen ein Wirbelsturm entsteht und daraus letztendlich also dann gewaltige Wirbelstürme, oder wie zwei Wirbelstürme, und Sie sehen, die unterscheiden sich kaum, letztendlich dazu führen, dass diese zwei Wirbelstürme sich schlichtweg ignorieren und weiter den Kurs also dann einfach gehen. Zwei völlig unterschiedliche Verhaltensmuster, und das sind Aspekte, die wir mit Hochleistungsrechner berechnen können. Das heißt also, ausgehend von einer Situation, die fast ähnlich aussieht, bekommt man völlig unterschiedliche Ergebnisse. Und das sind also Aspekte, die hier eine ganz große Rolle letztendlich spielen. Ich möchte jetzt Beispiele aus der Medizin aufgreifen, Beispiele, die Sie öffentlich selber in der Form nicht haben müssen oder worunter Sie nicht leiden müssen, nämlich Asthma, Asthma-Behandlung. Und die Frage, die sich stellt, ist, habe ich überhaupt die Möglichkeit zu verstehen, wenn ich eine Asthma-Spray habe, wie sich diese Asthma-Spray in meine Lunge letztendlich also dann eigentlich verteilt?
Diese Aufgabe ist extrem schwierig zu lösen, weil Sie natürlich nicht die nötige Optik also haben können, um zu sehen, was genau in der Lunge passiert. Genau in so einer Situation ist ein Hochleistungsrechner letztendlich durchaus ein Werkzeug, womit man sowas also dann eigentlich berechnen kann. Hier, was Sie sehen, ist die Nasenhöhle. Und ich werde Ihnen gleich einen Film zeigen, den Sie, behaupte ich, noch nie gesehen haben. Und das aufgrund der Tatsache, dass es absolute Forschung, die in der Form in sehr, sehr wenig Einrichtungen weltweit möglich ist. Und die eigentlich also dann auf Basis von Hochleistungsrechner stattfindet. Und nämlich die Möglichkeit, innerhalb einer menschlichen Lunge zu navigieren und zu sehen, was im Rahmen von so einer Asthma-Behandlung tatsächlich stattfindet. Was Sie hier sehen, sind die zwei Lungenflügel von einem Mensch, von einem Patient. Und wir sind in der Lage, auf Basis von sehr komplexen Berechnungen, von einem Hochleistungsrechner, in diese Lunge zu gehen. Und in der Tat, letztendlich, und wir werden sehen, Sie sehen hier diese Teilchen, sind genau die Asthma-Teilchen oder diese Asthma-Behandlung, diese Spray, was Sie oder was mal inhaliert. Und wir sind in der Lage, sehr, sehr akkurat in den Abzweigungen der Lunge letztendlich zu sehen, wie sich tatsächlich diese Teilchen verhalten und eigentlich also verbreiten. Und dadurch können Sie, und das ist die Zielsetzung, patientenabhängig prüfen, inwieweit eine Behandlung geeignet ist oder nicht. Diese Art von Berechnungen ist absolut herausfordernd. Und der Grund liegt daran, im oberen Bereich, wir haben jetzt eine Lunge im Zentimeterbereich, soweit wir in den unteren Bereich der Lunge sind wir im Mikrometerbereich und diese Skalen müssen also entsprechend aufgelöst werden. Und das heißt, das hier können Sie nicht mehr auf einem Laptop oder auf einem PC heutigen berechnen, sondern das ist hier geballte Rechenleistung, womit man aber Erkenntnisse für die Medizin in der Tat gewinnen kann. Und das sind also Aspekte und Beispiele, die in der Tat also dann im Bereich also dann des Hochleistungsrechnens gelöst werden und die einen Nutzen für die Gesellschaft, hier für die Medizin, mit sich also dann also bringen. Das wäre ein Beispiel aus der Medizin. Wir haben also ganz viele Aspekte, die hier, wo wir tatsächlich also hier in Heidelberg also forschen. Ja, bitte? Verständnisfrage hätte ich, und zwar, ja? Wie kommen die Informationen der Bläschen, ja, auf dem Computer? Ist es Röntgen oder ist es Ultraschall oder weil Sie sprechen von Simulation. Also ja. Insofern dürfte es da gar kein Hilfsmittel geben. Ja, nein, das ist sehr, sehr, also absolut legitim. Und das ist die erste Herausforderung, überhaupt die Daten von einem Patient eigentlich also zu haben. Und Sie haben vollkommen recht, wir müssen in irgendeiner Weise diese Information haben. Hier ergibt sich, und das ist ein Wunder der Natur, dass die Lunge, die jeder Mensch hat, in etwa durch vier Parameter definiert werden kann. Das heißt, jeder, ohne dass wir das wissen, ich finde das eine absolut wunderbare Konstruktion der Natur, eine Lunge kann pro Person über vier Parameter definiert werden und auf dieser Basis sind wir in der Lage, den Baum tatsächlich, der da entsteht, also dann eigentlich zu generieren, patientabhängig. Und die Daten, die wir benötigen, werden über CT-Daten. Das reicht vollkommen. Auf dieser Ebene, auf dieser Basis können wir diese Parameter definieren. Dann können wir den Baum letztendlich bauen und dann können wir rechnen. Ja? Das ist eine ganz wichtige Frage und das zeigt auch, das war also den Hinweis, den Sie gegeben haben, ohne Daten können wir also eigentlich auch mit so einem Hochleistungsrechner nicht ordentlich rechnen. Wir benötigen Angabedaten, um diese Genauigkeit tatsächlich zu erreichen. Ja? Ich möchte kurz Antikphilosophie und einen französischen Philosoph, Sie haben sicherlich also dann gehört, dass ich aus Frankreich bin, ich interessiere mich aber auch für die deutsche Philosophie, so ist es nicht. Aber in Frankreich ist Herr Baudrillard, hat sich also sehr intensiv mit der Thematik der Simulation befasst. Simulation von Simulare, Nachahmen, Abbilden. Das heißt, was wollen wir eigentlich mit unserem Rechner machen? Wir wollen die Natur in irgendeiner Weise nachahmen, abbilden.
Wenn Sie aber den Begriff Simulation betrachten, Sie haben also auch Simulacrum. Und Simulacrum ist eine, macht ganz klar, worauf wir achten sollten, nämlich von Latein Simulo, Spiegel und vor sich Illusion. Und die Frage, die sich stellt, ist, wenn ich so eine Lungenfunktion zum Beispiel berechne und wenn ich daraus eine Behandlung ableite, wie sicher bin ich, dass was ich gerechnet habe, tatsächlich zutrifft? Oder habe ich nur die Illusion, hier schöne Bilder und schöne Filme letztendlich also dann zu generieren, letztendlich also dann mit mir gebracht und in der Tat keine neuen Erkenntnisse da gewonnen? Und das ist eine Schlüsselfrage im Bereich des Hochleistungsrechnens. Die Technologie ist extrem mächtig, die ist aber natürlich in Anführungszeichen mit Vorsicht zu verwenden, weil diese Frage der Sinnhaftigkeit muss ständig, also letztendlich adressiert werden und es muss geprüft werden, dass wir keine Illusion hier generieren, sondern tatsächlich an echte, also echte Erkenntnisse dadurch also gewinnen. Hier habe ich die drei Säulen der Erkenntnisse, die Theorie, na, also als eine Ebene, womit man Erkenntnisse gewinnen kann, Experimente, aber durchaus numerische Simulation und das ist genau, was der Hochleistungsrechner ermöglicht, nämlich dass man also dann hier entsprechend rechnet. Wie sicher rechnet man Computer? Und da möchte ich die Frage gleich aufgreifen. Und da habe ich keine gute Nachricht. Ich kann verraten, dass ich zu der Thematik Numerik gekommen bin, weil ich im Gymnasium immer davon fasziniert war, dass ich einen Taschenrechner habe, wo ich, sagen wir, für 2 Wurzel nehme, ich bekomme eine Zahl. Und wenn ich diese Zahl quadriere, dann bekomme ich nicht mehr 2, sondern etwas anderes. Und das hat mich immer fasziniert. Wie kommt das? Die Maschine ist doch vollkommen. Und hier haben Sie ein Stück weit die Erklärung. Nehmen Sie an, Sie wollen eine ganz einfache Aufgabe, eine Kreisfläche, Pi r Quadrat. Ich möchte das rechnen. Was ist Pi? Pi, wunderbare Zahl, irrational, Vorsicht, transzendent. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Darstellung von Pi unendlich lang ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich Pi exakt abbilden möchte, brauche ich unendlich viel Speicher, was ich nicht habe. Also, was machen wir? Wir approximieren. Und wir sagen, okay, diese Zahl hier, das kann ich gar nicht speichern, ich habe gar nicht diese Ressourcen, dann nehme ich nur einen Teil davon und ich rechne weiter. Und jetzt bitte den kritischen Blick darauf haben. Diese eine Operation ist eine von so und so viel Billionen. Wenn Sie jedes Mal, ich sage mal ein bisschen plakativ, den Spaß haben, solche Approximationen durchzuführen, dann stellt sich die Frage, was bekommen Sie am Schluss? Haben Sie überhaupt eine Möglichkeit, etwas Vernünftiges zu bekommen? Was verbirgt sich dahinter? Ein Effekt, von dem Sie sicherlich schon mehrfach gehört haben, Schmetterlingseffekt. Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas überhaupt auslösen? Ein Wort dazu? Weiß das jemand? Eigentlich nicht. Ein Wort ist leider ja. Wir haben Verhältnisse, die durchaus extrem instabil sein können. Und das heißt, kleine Ursachen können sehr große Auswirkungen mit sich bringen. Und das sind Problemstellungen, die wir in unserer Fachjargon als schlecht konditioniert letztendlich also dann bezeichnen. Und das sind Problemstellungen, wo im Wesentlichen kleine Störungen zu ganz andere Auslegungen, ganz andere Lösungen führen können. Wenn Sie solche Probleme haben, dann müssen Sie extrem vorsichtig agieren. Die gute Nachricht, also die schlechte Nachricht ist, für solche Probleme, hier muss man sehr kontrolliert arbeiten. Und die gute Nachricht ist, wir können allgemein prüfen, ob die Probleme, die wir berechnen, schlecht konditioniert sind oder nicht.
Das heißt, wir können eine Aussage allgemein fallen, inwieweit diese kleinen Störungen, die ich fast in alle Operationen haben werde, inwieweit die sich auswirken oder nicht. Und das ist natürlich hohe Kunst der Mathematik, um das also dann eigentlich zu bekommen. Und auf dieser Basis können wir nachträglich prüfen, ob gewonnene Erkenntnisse in der Tat sinnvoll sind oder nicht. Aber hier sollte man also dann drauf achten. Hier wollte ich also für diejenigen, die sich noch an die Mathematik in der Schule erinnern, auf diese Eigenschaft der Transitivität hinweisen. Wir könnten uns noch stundenlang unterhalten, aber ich möchte Sie nicht damit sozusagen allzu stark belasten. Aber Transitivität, was ist das? Das ist diese Eigenschaft, wenn ich multipliziere, drei Zahlen, A, B, C. Und die Reihenfolge, wenn ich also zunächst mit AB, Klammer zu, mal C, dann wissen wir, dass diese Operation gleich A mal B mal C. Transitivität. Eine ganz wichtige Eigenschaft. Diese Eigenschaft besagt Ihnen, die Reihenfolge spielt keine Rolle in der Art und Weise, wie Sie multiplizieren. Ich habe leider die schlechte Nachricht, dass das auf einen Rechner und sicherlich auf einen Hochleistungsrechner nicht mehr gilt. Die Reihenfolge der Operation wird leider Gottes durch diese Rundungsfehler eine wesentliche Rolle spielen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben Rechner, die mehrere Kerne haben, wo im Wesentlichen diese Kerne parallel arbeiten. Sie können nicht mehr die Reihenfolge steuern. Das geht gar nicht. Der Rechner macht das für Sie. Und dann stellt sich die Frage, auch hier, welche Ergebnisse dann kommen. Auch hier werden also Themen wie Kondition eines Problems eine Rolle spielen. Kurzum, wenn Sie mit einem Hochleistungsrechner arbeiten, sind grundlegende Regeln und Eigenschaften, die Sie in der Arithmetik oder in der Analysis haben, werden nicht mehr gelten. Und da muss man sich überlegen, wie man damit umgeht, und dafür gibt es Techniken. Hier wollte ich auf einen Sachverhalt hinweisen, der für manche vielleicht besorgniserregend ist, der aber Fakt ist, und das sind die sogenannten Bitflip. Bitflip bedeutet was? Es bedeutet schlichtweg, dass durch so externe Einflüsse, kosmische Strahlung, es kann elektromagnetische Strahlung, alles an Aspekte, die da vorkommen können, dass urplötzlich auf Prozessorebene ein 0, 1 wird oder umgekehrt. Und diese Themen waren bis jetzt beherrschbar auf Hardware-Ebene. Das heißt, der Nutzer hat das eigentlich gar nicht bemerkt, weil die Hardware dafür gesorgt hat, dass das also behoben wird. Die Dimension, die das angenommen hat auf Hochleistungsrechner durch die sehr, sehr starke Packungsdichte der Komponente, führt dazu, dass diese Thematik immer stärker in Vordergrund gerät. Und das bedeutet, die Themen, die Verfahren, die wir verwenden, müssen damit auch umgehen. Nämlich, dass es durchaus sein kann, dass ein Rechner Fehler produziert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe selber in der Schule gelernt, ein Rechner macht nie Fehler. Ich muss also dazu sagen, diese Aussage war damals falsch und wird immer auf Basis der Entwicklungen der Technologie Fälscher in gewisser Weise, und da ist ein ganzer Forschungszweig, Dependable Computing heißt der, der sich damit letztendlich befasst, wie wir damit umgehen können. Und dafür haben wir Techniken, dafür haben wir also dann in der Tat also Technologien, wie wir dafür damit umgehen können. Hier wollte ich nur darauf hinweisen, dass heutige Rechner im Grunde genommen nicht mehr einen Kern haben, sondern wir haben die sogenannte Multicore hin zu Many-Core. Hier möchte ich das überspringen und einfach nur darauf hinweisen, dass die Rechenleistung, die wir bekommen, dadurch entsteht, dass wir immer mehr Kerne haben, die zusammenarbeiten. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie wollen ein Haus bauen und Sie haben immer mehr Mitarbeiter, die eigentlich für dieses Haus, das heißt für die Anwendung, für das Problem hier, Wirbelstürme oder Lungenfunktion berechnen, das ist das Problem, das Haus, was Sie bauen wollen. Und die Kerne sind die Mitarbeiter, die dazu führen, die letztendlich also dann im Grunde genommen mitwirken werden. Und Sie werden also auch sofort sehen, dass wenn Sie ein Haus bauen wollen und wenn Sie 1 Million Leute, Mitarbeiter zur Verfügung haben, dann haben Sie irgendwann ein Problem. Und das Problem ist synchronisieren. Wie wollen Sie das organisieren, damit das sinnvoll letztendlich läuft und dass diese 1 Million Leute im Grunde genommen den nötigen Beitrag zur Beschleunigung letztendlich führen. Pokémon Go, warum habe ich das genannt? Und ich bin mit meiner Präsentation fast fertig.
Das kennen Sie alle. Pokémon Go. Alle, die einfach, also eine Zeit lang, vielleicht ist das ein bisschen aus der Mode inzwischen. Dieses Bild hier ist aus meiner Sicht irreführend. Und warum? Weiß das jemand? Hier ein Bild, ich habe also mein Handy und ich schaue mal also dann irgendwie, ich gehe mal durch die Gegend und suche nach diese Pokémons. Weiß das jemand? Warum dieses Bild nur die halbe Wahrheit ist? Ja, bitte? Nee? Ja? Also, weil da das Pikachu dann auf dem Bildschirm erscheint und nicht in der realen Welt. Ja, aber das ist hier der Fall. Der Pikachu erscheint tatsächlich also hier. Aber es fehlt was, oder? Nee, sehen Sie nicht? Also ich helfe mal mit dem Sprung. Es fehlt der Akku. Wenn Sie genau beobachten, die Leute, die also mit Pokémon Go arbeiten, die sind nicht nur mit dem Handy unterwegs, sondern die brauchen einen zusätzlichen Akku. Und warum? Weil diese Aufgabe, hier Pokémon, Pikachu oder wer auch immer zu finden, kostet immens viel Energie. Und das mobile Gerät kann das nicht mehr selber machen. Jetzt machen Sie sich einfach, Freunde, Gedanken. Das ist ein Handy. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben Millionen weltweit an Leute, die eigentlich hier auf diese Suche sind, die alle sozusagen einen Akku zusätzlich benötigen, damit also dieses Handy noch nach 2 Stunden überhaupt funktioniert. Wenn Sie das multiplizieren, Sie werden eine gewaltige Energiezufuhr letztendlich also ableiten. Und dieses Problem oder diese Herausforderung haben wir im Bereich des Hochleistungsrechnens. Nämlich die Rechner, die wir haben, die brauchen Großgeräte. Wir brauchen hier, was Sie sehen, das ist eine USV-Anlage, aber wir müssen sehr, sehr große, also hier USV-Akkus, wenn also der Strom also dann ausfällt. Wir müssen also sehr große Konzepte für die Kühlung. Diese Rechner werden extrem heiß und wir müssen Sondermaßnahmen letztendlich also wahrnehmen für diejenigen, die in Heidelberg wohnen. Ich kann nur eigentlich also dann empfehlen, dass Sie kennen sicherlich das Rechenzentrum der Universität Heidelberg. Schauen Sie, was wir auf unserem Dach haben. Und was wir auf unserem Dach haben, sind solche letztendlich also dann Turbinen, die eigentlich dazu beitragen, dass der Hochleistungsrechner gekühlt wird. Das heißt, all diese Technologie geht nicht ohne Hightech, aber im Hinblick auf Kühlung, im Hinblick auf Grundversorgung. Ganz wichtiger Punkt. Hier möchte ich abschließend ein paar Beispiele, die Ihnen andeuten sollten, was heute auf Basis des Hochleistungsrechnens also tatsächlich also passiert und möglich ist. Als Beispiel habe ich also dann die Thematik Herzpumpe. Nämlich wirklich diese Frage, wenn ein Patient eine Herzpumpe benötigt, wie soll überhaupt diese Pumpe dimensioniert werden? Wie soll die gesteuert werden? Und das sind also Aspekte, die wir patientenabhängig tatsächlich berechnen können. Und hier sind wir, was Sie sehen, hier sind Berechnungen, die wir also dann machen, wo wir natürlich im Rechner, ohne dass der Patient in irgendeiner Weise letztendlich also irgendwie das erleiden soll, wir sind in der Lage, im Grunde genommen, solche Berechnungen durchzuführen. Hier die Aorta, was Sie also hier sehen, ist eine Reise in der Aorta. Es geht hier um die Thematik der Kalkablagerung in einer Aorta. Auch hier sind das Themen, die extrem relevant sind in der Medizin und wo wir in der Lage sind, mit dieser Technologie im Grunde genommen Berechnungen durchzuführen, um einfach zu sehen, erstmal, wo diese Kalkablagerung also dann überhaupt vorhanden ist, das sind die weißen Flecken, die Sie hier sehen, und wie man das also eigentlich also in der Behandlung anpizieren also dann kann. Sie sehen hier also dann eigentlich also diese Aorta wird sich also bilden, und all diese weißen Stellen sind Kalkablagerungen, die eigentlich zu Geweberisse führen können. Das können wir also berechnen. Wir können eine Vorhersage letztendlich also dann eigentlich durchführen, zu sagen, in so und so vielen Jahren, hier ist eine Gefahrzone. Okay? Das ist also etwas, was heutzutage in der Tat möglich ist. Dann möchte ich auf die Thematik Herzklappen, da sind wir sehr, sehr stolz darüber, dass wir im Hinblick also auf
die Medizin der Herzfunktion, das ist eine Zusammenarbeit hier mit dem Universitätsklinikum, dass wir in der Lage, in der Tat das Verhalten von Herzklappen patientenabhängig also dann hier zu berechnen. Und zum Schluss als kleine Anwendung möchte ich also eine Animation zeigen, die mit der Thematik der Medizin nichts zu tun hat, sondern mit der Thematik Segmentierung. Was ist Segmentierung? Für ganz, ganz, ganz kleine Objekte hier ein Rüsselkäfer. Die Frage ist, wie ist das überhaupt gebaut, so ein Rüsselkäfer? Dafür haben wir von Synchrotron Daten, die aber in einer Form rekonstruiert werden müssen, damit wir als Mensch überhaupt verstehen, was diese Daten sind. Und was Sie hier sehen, ist genauso ein Rüsselkäfer. Und das Bild, was Sie sehen, ohne zu merken, ist nicht ein Bild, was irgendwie mit Kamera gemacht worden ist, sondern das wurde gerechnet. Was Sie sehen hier, ist Simulation auf Basis also von Daten. Ich hoffe, dass etwas passiert. Der Film ist blockiert. Einen Moment. Ups. So. Und hier sehen Sie Daten. Ah, der will nicht. Einen Moment bitte. Weil da ist ein. So. Und diese Daten werden also dann entsprechend also gerechnet. Also hier, wir sehen nicht so viel. Und so plötzlich mit der Mathematik, mit der Berechnung, sind wir in der Lage, ganz feine Muster letztendlich also von diesen Rüsselkäfer zu erkennen. Und jetzt schauen Sie, das wird immer genauer. Und der Rechner sozusagen rechnet und ist in der Lage, genau diese sehr fein granulare Strukturen von diesen Rüsselkäfer tatsächlich zu berechnen. Scheint einfache Aufgabe, ist extrem schwierig. Das sind sehr also Probleme, die sehr herausfordernd sind. Und auf dieser Basis also dann sind wir in der Lage, in der Tat, feine Strukturen, der Film will auf gar keinen Fall anscheinend, aber ich probiere es dann, um es ein bisschen zu zwingen, sind wir in der Lage, in der Tat, Erkenntnisse zu bekommen, wie zum Beispiel ein Rüsselkäfer auch von der Anatomie überhaupt gebaut ist und wie die unterschiedlichen sogar mechanischen Anteile von so einem Rüsselkäfer überhaupt zusammenhängen. Und ich bitte um Nachsicht, also die Technik will offenkundig nicht, aber ich gebe nicht auf, weil hier, genau, hier müsste, also wir können über solche Berechnungen tatsächlich also dann die unterschiedlichen Aspekte letztendlich also dann entdecken. So, und jetzt passiert, genau, also im Grunde die Eröffnung von so einem Rüsselkäfer und wir sind in der Lage, die gesamte Struktur und im Wesentlichen auch Mechanik zu berechnen. Und da wir Spaß daran haben, am Schluss ist ein Sondereffekt, wo wir die einzelnen Teile im Grunde von so einem Rüsselkäfer auseinanderhalten können und im Grunde hier als Puzzleteile definieren können. Weil wir natürlich auch Spaß an unseren Aufgaben haben. Und Spaß muss man sein. So, ich mache jetzt ganz kurz und möchte meinen Vortrag damit ein Stück weit abschließen. Die Thematik Hochleistungsrechnen hat eine sehr große Auswirkung natürlich in der Wirtschaft. Das heißt also, damit können sehr viele Aufgaben, ich denke Energiewirtschaft, wie sollen also Stromnetze überhaupt also dann optimal verwendet werden? Hochleistungsrechner, diese Technologie wird also dafür verwendet. Ich möchte auch zum Schluss auch betonen, dass der Standort Heidelberg, und da können wir sehr stolz sein, eine sehr lange Tradition in diesen Themen also dann hat. Hier habe ich also dann zwei solche Themen also genannt, nämlich Mathematikon als ein Stück weit das Gebäude, wo sehr viel in dem Bereich tatsächlich also passiert, wo die Forschungsaktivitäten also dann umgesetzt werden. Und ich möchte auf diese Heidelberg Laureate Forum also dann auch hinweisen, wo wir, ich glaube, alle zwei Jahre Gäste aus der ganzen Welt, also Nobelpreisträger, Fields-Medaillen hier am Standort Heidelberg haben, die sich also dann eigentlich mit diesen Themen also befassen und wo in der Tat all diese Themen auf höchster Ebene ein Stück weit behandelt werden. Ich hoffe, dass Sie somit ein Stück weit einen Überblick
zu der Thematik Hochleistungsrechnen also haben. Ich habe versucht, einfach, sagen wir, Aspekte herauszupicken, damit Sie ein Gefühl einfach gewinnen. Hochleistungsrechnen ist ein sehr spannender Bereich. Wie Sie sehen, wir haben Möglichkeiten, die muss man beherrschen. Wir haben also Themen, wo eine gewisse Unsicherheit also entsteht. Und hier kommen wir also zu Themen, wo wir das quantifizieren, wo wir das berechnen. Und ein Stück weit auch, aus meiner Sicht, philosophisch werden müssen, um im Grunde genommen zu prüfen, inwieweit die, ein Stück weit diese Intelligenz, die wir mit Hilfe der Maschine letztendlich also daneben, inwieweit das dazu führen kann, tatsächlich deterministisch die Zukunft vorherzusagen oder inwieweit auch andere Aspekte letztendlich also dann kommen. Vielen Dank und ich stehe für Fragen gerne zur Verfügung.